Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Eine Siegesserie haben wir uns aufgebaut und ich bin richtig stolz drauf. Ich nehme die Folge wieder im Anschluss auf, das heißt, ich weiß nicht ganz genau, was ihr mir drunter geschrieben habt. Aber wir haben auf jeden Fall 4-1 gegen Gladbach gewonnen und können somit unseren Platz 2 festigen. Sind sogar punktgleich mit Leipzig mit Platz 1 und haben tatsächlich eine Siegesserie aufgebaut, haben echt so langsam einen Groove. Also ich bin relativ zufrieden, so wie es in letzter Zeit läuft. Es gab ja mal eine Folge, ein, zwei Folgen, die nicht ganz so perfekt liefen. Dementsprechend bin ich gerade echt zufrieden und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. In der heutigen Folge müssen wir gegen Freiburg und Hoffenheim bestehen und definitiv auch gegen Ajax dann gewinnen. Eine Sache ist nur relativ schwierig. Es stand schon gerade da, dass Länderspielpause war. Das heißt, wir müssen gegen Freiburg ordentlich durchmixen. Also wie gesagt, in letzter Folge lief es echt gut. Jetzt heute mit so einem Spiel zu starten. Meine Mannschaft hat sonst immer so Minimum eine 91er Bewertung. Insgesamt, die Chemie und alles drum und dran. Und jetzt spielen wir mit einer 53, I guess. Das ist halt wirklich nicht gut. Und so die größte individuelle Klasse haben wir auch nicht. Wenn man jetzt sagt, wir spielen zwar mit einer 53, aber dafür haben wir irgendwie gute Spieler, die halt nur schlecht gemixt sind. Ja, naja, so gute Spieler haben wir hier jetzt gerade nicht. Aber wir haben schon einige gute. Ich darf es jetzt nicht schlecht hin. Cuisson ist dabei. James Rodriguez, Tolisso, Hudson-Odoi. Also es sind schon einige dabei. Auch hinten in der Verteidigung. Und ein Freistoß. Den nehme ich natürlich immer gerne mit. Ja, vielleicht ein bisschen stark. Nee, nicht zu stark. Und Zirkzee, jawohl, gegen Freiburg, damals seinen ersten Einsatz gehabt. Und hier in PES 21, in der 26. Minute gegen Freiburg, zum 1:0 getroffen, Hudson-Odoi mit der Vorlage. Also, aktuell läuft es ja dann gar nicht so schlecht. Und er wirkt gut, Zirkzee, das Tor ist leer und er trifft nur den Pfosten. Bittere Geschichte, denn das hätte das 2:0 sein müssen und damit ein sehr gutes Spiel. Mit dem 1:0 hast du natürlich noch nicht viel getan, aber mit dem 2:0, das hier echt möglich gewesen wäre. Ja, trotz dass wir mit dieser B11 am Start sind, kommen wir ganz gut voran. Aber ja, der Zirkzee, ich wollte schon sagen, Davis Zirkzee, hätte auf jeden Fall da den einen noch reinmachen müssen. Das wäre schon ziemlich wichtig. Boah, Sven Ulreich, der ist ja glaube ich in echt noch bei den Bayern. Nicht, dass ich den jetzt hier einsetze und das nicht so ist. Aber soweit ich das weiß, ist er das noch. Und Michael Cuisson. 2:0, yes! Wichtiger gibt es eigentlich nicht. Das war schon definitiv das Wichtigste, was jetzt passieren hätte können müssen. Weil das Spiel eigentlich schon Tendenz eher uns gehört. Bevor wir das hier aus der Hand geben und wir hier die 3 Punkte verlieren, die wir eigentlich verdient hätten. Wundert mich zwar, dass wir die verdient hätten, aber haben wir. Dann müssen wir hier das 2:0 machen. Gott sei Dank gibt es Abseits. Warte, was? Gibt Elfmeter? Es gibt Elfmeter, Leute! Yes! Es gibt Elfmeter! Und scheiße, jetzt muss ich den auch schießen. Ich habe ja gar nicht so die guten Schützen, oder? Weiß ich nicht. Aber es gibt Elfmeter für dieses Einsteigen. Ja, ein bisschen hart, finde ich. Aber gut. Leute, das ist mein erster Elfmeter in PES 21. Und Memphis Depay,
soll diese Ehre gebühren. Oh, scheiße, Pfosten. Oh, fuck, Mann. Ich hab den Torwart sogar verladen, in die andere Ecke geschickt. Und dann baller ich den an den Pfosten. Oh. Boah, da könnte ich mich jetzt absolut drüber ärgern. Weil da wäre das Ding natürlich mit dem 3-0 wunderschön beendet. Und er war auch nicht schlecht geschossen. Schön flach und sehr platziert. Aber halt so stark platziert, dass er halt an den Pfosten geht. Ja, 2-0. Nehmen wir mit, kann man so lassen. Bin ich zufrieden mit. Schönes Ergebnis, aber es hätte ein 3-0 aus dem Spiel raus sein können. Und es hätte auch ein Elfmeter sein können, der einfach reingeht. Also 13 Schüsse und nur 4 davon aufs Tor. Pfosten, Latte, weiß ich gar nicht, ob wir das so hatten. Also außer der Elfmeter halt. Ja, aber naja. Oh, Leipzig-Dortmund 2-2. Als ob Leipzig genau ausgerechnet heute gegen Dortmund spielt. Und wir schaffen es durch ein 2-0 gegen Freiburg mit dieser jungen B-Mannschaft. Ja, das waren ja wirklich nur junge Spieler oder fast nur junge Spieler. Und dadurch schaffen wir es, nach oben zu klettern. Auf Tabellenplatz 1. Leipzig auch 2 Tore geschossen, aber wir haben auch... wir haben jetzt gar keins kassiert und Leipzig hat 2 kassiert, also interesting, interesting. Anstoß! Zu Hause in München gegen die TSG. Und die stellen auch auf defensiv. Wie gefühlt jeder. Oh nein! Scheiße, 1-0 in der 27. Minute durch Kramaric. Den wollte ich mir sogar kaufen, aber der hat abgelehnt. Der Affe. Scheiße. Zu viel Platz da hinten. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das hätte auch nicht sein müssen. Aber wie schon gegen Gladbach liegen wir zu Hause erstmals zurück. Aber so geil wie gegen Gladbach werden wir hier wahrscheinlich nicht aufdrehen. Dass wir das hier noch in der ersten Halbzeit mit 3-1 drehen, das bezweifle ich. Boah. Komm, Gnabry. Und Müller, fuck, ey. Die Rotation ist einfach das, was uns am meisten killt. Das muss man einfach so sagen. Und auch wenn wir hier mal eine gute Chance haben, irgendwie funkt das nicht ganz. Boah. Alexander Nübel und Davies, der den Ball dann noch kriegt. Wir liegen 1-0 zurück. Das hatten wir lange nicht mehr, dass wir zur Halbzeit zurückliegen. Die Fans auch sehr ruhig. Muss man so sagen. Sehr schön, den Ball erobert. Und Thomas Müller, den musst du jetzt machen. Yes! Oh. 47. Spielminute. Der Trainer winkt uns weiter vor, schreit uns an. Hier der Fehlpass. Lewandowski hat ihn abgefangen. Und dann der Pass nach oben auf Müller. Kurze Ecke. Gott sei Dank hat es funktioniert. Kurz nach der Halbzeit hat es Klick gemacht. Und Lewandowski. Yes. Alter, nicht mal 5 Minuten. Und das Spiel ist gedreht. Alter, habe ich gerade gespuckt. Hilfe. Es sind nicht mal 5 Minuten. Und endlich trifft der Pole. Yes, Lewandowski trifft. Und... das Spiel ist gedreht, 2-1. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass wir uns jetzt hier die Zähne ausbeißen und hier vielleicht sogar verkacken. Aber wenn wir jetzt mal 2-1 führen, dann dürfen wir das auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Alter, Nübel und Hernandez haben auf jeden Fall Spaß.
Boah, Junge! Das war ein Schuss. Nicht schlecht. Also das Nübel, den gehalten hat, das war auch, sah auch sehr unsicher aus. War schon nicht schlecht. Boah, scheiße, das könnte eine Notbremse sein. Ich habe meinen eigenen Spieler auch umgemäht. Gibt nur eine gelbe Karte, Gott sei Dank. Ich gehe ein bisschen zu hart in die Zweikämpfe in den letzten paar Spielen schon. In den letzten paar Folgen, muss man ja fast schon sagen. Nicht nur spielen. Oh, fuck it, Alter. Das war ein guter Freistoß. Da habe ich mehr Glück als Verstand, dass der nicht drin ist. Und der ist aber drin. Und das auch mit Glück. Thomas Müller. Abgefälscht. Doppelpack. 83. Spielminute. Hinten Glück. Vorne den Sack zugeschnürt. Der war abgefälscht. Unhaltbar für Baumann. Keine Chance. Feier ich. Boah, Junge. Es läuft der Vorteil und Gnabry hat sich den Ball schnell geholt. Und Kingsley Coman macht das Tor. Ein Vorteil ausgenutzt. Was für ein schönes Ding von Kingsley Coman. Was für eine schöne Bude war das denn, Leute. Boah, lange nicht mehr gesehen. Ein Volley. Das ist nicht übel. Er hat ihn sich selber hochgechippt und bam, reingedonnert. 92. Spielminute, der Sack war ja schon zu, jetzt noch deutlicher gemacht, 4:1 aus dem 1:0 für die Gegner, das kenne ich irgendwoher, Gladbach war das gleiche, nur dass jetzt Hoffenheim nochmal kommt, Alter, war knapp. So, die Nachspielzeit ist rum, theoretisch müsste das Spiel rum sein, der Schiri lässt nochmal laufen. Es kommt nochmal Coman, der kann durchspazieren. Es kommt nochmal Kingsley Coman! 95! Hä, wieso läuft die Zeit noch? Und Kingsley Coman macht einen Doppelpack. Lol. Da ist Unmengen viel Platz. Der Schiri lässt laufen. Warum auch immer. Und Coman macht das 5:1. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aus dem 1:0 ein 4:1 dachte ich schon, oh, schon nicht schlecht, aber ein 5:1 habe ich nicht mitgerechnet. Leute, das gibt's nicht. Leipzig hat schon wieder gepatzt. Was ist es denn? Das ist sowas von viel Glück, was wir jetzt gerade haben. In der Johan Cruyff Arena. Auswärts Ajax Amsterdam. Und jetzt habe ich die Trikots bei mir nicht geändert. Das ist schade. Im Hinspiel habe ich die Trikots zum Auswärtstrikot gemacht, weil ich so gedacht habe, beide mit viel Rot, könnte schwierig werden. Dieses Mal habe ich es nicht gemacht, hätte ich aber eigentlich machen können. Ich will ja auch gerne mal mit meinem Auswärtstrikot spielen, mit meinem schwarzen Champions League Trikot. Das wäre hier perfekt gewesen. Goretzka, schönes Ding, in der 9. Spielminute, yes, jawoll, so muss das, relativ schnell in Führung gehen, das ist immer total wichtig und dann noch durch so ein schönes Ding, wenn wir das Spiel hier gewinnen, am besten noch relativ hoch, dann sind wir auf jeden Fall qualifiziert für die K.O.-Phase der Champions League. Dann haben wir die Gruppe quasi bestanden. Lief ja so lala bisher. Also man merkt, ich musste so ein bisschen in PES 21 reinkommen. Jetzt habe ich zwar ab und zu meine Schwierigkeiten. Ruhe im Karton. Oh Mann. Jetzt habe ich zwar ab und zu meine Schwierigkeiten, aber es läuft deutlich besser. Echt, dieses so, es ist jedes Jahr aber so. Ich muss erst ein bisschen reinkommen ins Spiel. Und dann läuft's.
2:0 nach 13 Minuten. Ja, das hat schon ein bisschen was davon, was ich wollte. Schnell viele Tore machen und das Spiel entscheiden. Deswegen haben wir extra die gute Mannschaft für hier aufgehoben. Kein schlechter Schuss. Alter, war das schön gemacht. Und Thomas Müller und der Torhüter. Boah. Ja. Robert Lewandowski. Ja, und jetzt ist es Goretzka und dann ist es Sané und dann ist es Leroy Sané. Jetzt Kingsley Coman und auf Müller, ey. Das ist ja echt peinlich, dass er den nicht macht. Gut, kann natürlich mal passieren und der Müller in echt würde jetzt drüber lachen. Und ich tue es auch, deswegen alles gut. Oh, aber darüber lache ich nicht mehr ganz. Neuer hat es auch ein bisschen verkackt gerade. Was ist denn da los? Kriegt die Beine da nicht mehr zusammen, steht nicht ganz so gut da und dadurch das 2:1. Kriegt ihn durch die Beine. Komm jetzt, Müller. Halbzeit, 1:2, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich habe vorne, also ich bin die millionenmal bessere Mannschaft und habe echt ein paar gute Chancen. Und ja, ein paar hätten auch wirklich halt reingehen können. Und wie gesagt, man kann drüber schmunzeln, das passiert halt mal, es geht nicht immer alles gut. Aber dass dann direkt im Gegenzug der Gegentreffer kommt, ist halt ein bisschen unnötig. Also das muss echt nicht sein. Es gibt einen Pfiff und das heißt, dass es nicht zählt. Weil das hier angeblich ein Foul war. Jetzt ist wieder Sané und Müller und endlich. Alter, wieder zwei Anläufe gebraucht. Thomas Müller Doppelpack. Er hat es geschafft. Darf ja wohl nicht wahr sein, sagt er da. Weiß ich, kann das absolut lesen. Jawohl. Tolisso macht den Deckel drauf. 4:1. Saubere Geschichte. Gnabry Pfosten. Not bad. 78. Oh, Pfosten auch auf der anderen Seite und Pavard blockt. Und da ist es Tolisso. Mit seinem Doppelpack. Yes. Wieder ins Gesicht. Ja, jetzt passt es auf jeden Fall. Die Tordifferenz ist super. Die 3 Punkte sind da. Wir kriegen halt immer mal wieder einen Gegentreffer. Oder fast in jedem Spiel. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wir haben unsere Stärke auf jeden Fall wieder zurückgewonnen, würde ich sagen. Ich freue mich da über eure Kommentare. Schreibt mal rein, wie geil ihr das findet. Wie sehr wir unsere Stärke wieder haben. Ich würde sagen, wir haben schon einiges wieder richtig, richtig gut gemacht. Und im Angriff sind wir einfach unwiderstehlich gut. Ja, ich kann ihn nicht stoppen. Ja, das war klar, aber das muss natürlich nicht sein, Alter. Ich schmeiß hier alles runter. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Klar, 2:5 ist halt immer noch recht gut, aber dass ich in der Verteidigung solche Probleme habe, das legt denn schon auf den Anschlusspunkt, als wäre jetzt noch irgendwie Zeit. Weil hier muss ich eigentlich dazwischen, aber ich komme nicht richtig hin, kann den nicht richtig anwählen und so und krieg das nicht richtig gebacken. Aber da ist natürlich, geht da gar nichts mehr, das war ja klar. Und wir sind durch. Die Bayern freuen sich, Serge Gnabry freut sich.
Wir haben es geschafft. Wir spielen in der K.O.-Phase der Champions League, haben die Gruppe bestanden, überlebt mit einem 2:5 hier auswärts. Wie gesagt, eigentlich ist es sogar relativ verdient, dass sie jetzt nochmal ein zweites Tor gemacht haben. Aber ja, trotzdem ärgere ich mich darüber, das ist ja klar. Zenit gewinnt 2:0 gegen die Young Boys. Das ist sehr interessant, weil das heißt, dass Zenit vor den Young Boys ist und es da nochmal ein richtig krasses Duell jetzt gibt und ich damit definitiv sogar auch Platz 1 bin. Das finde ich ziemlich geil. Und das Lustige ist, wir spielen nochmal gegen Zenit. Ich weiß nicht, ob das nächste Folge schon ist oder übernächste, aber wir spielen nochmal gegen Zenit. Das heißt, wir entscheiden maßgeblich, wie die Gruppe ausgeht. Ja, nächste Folge. Nächste Folge, das wird lustig. Also wenn wir gegen Zenit gewinnen und Young Boys Minimum und Unentschieden holt, dann wäre Young Boys weiter. Also wir können da echt noch was machen. Das ist richtig, richtig krass. Aber wir haben die Gruppenphase überstanden. Das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Schöne Folge. Wir haben auf jeden Fall gut reingehasselt. Es läuft wieder. Es läuft richtig gut. Und ich bin richtig zufrieden. Deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es wieder heißt, Bundesliga geht weiter mit dem FC Bayern. Das wird einfach richtig, richtig cool. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.